Biester verstehen keinen Schmaß. Ich glaube, die verstehen überhaupt nichts von dem, was du oder sagst. Nein, ne? Landbeberbulle. Oh. Landquakerball nenne ich sowas auch. Holy shit. Oh, ein Kohle. Ich hatte ja auch mal ein Kohle. Ach, Kohle. Ich muss jetzt hier rein. Boah, wir betreten die Düstermarsch. Welch finsterer Boden eröffnet sich unter unseren Füßen. Hier sollte es eigentlich einen Quest geben. Naja. Das erinnert mich an den asiatischen Subkontinent. Ne? Ja, ziemlich cool. Meinst du, hier gibt es schon Quests? Ich denke schon. Meinst du, die Quests für Allianz fangen auf Terramor? Ich habe keine Ahnung. Cool, ja. Wie witzig, ne? Ein Weg ist Horde und ein Weg ist Allianz. Und guck mal, welche cooler aussieht. Eigentlich der Horde-Weg. Cool, ja, nein. Dafür haben wir mehr den zivilisierten Weg. Das stimmt, aber Heudlergebiet sieht nach höherer Questdichte aus. Und hier sind Leichen, sehr zivilisiert, cool. Unsere Leichen, andere Leichen, Leichen. Du hast echt immer was zu meckern, ne? Cool, du hast echt immer Unrecht. Fall hier nicht rein, hier gibt's Krokodilisken. Und Spinaten. Spiniti. Wusstest du, dass man Spinnen gut essen kann in der Wildnis, wenn man nicht gerade die Giftigen isst? Ich frage mich, ist es überhaupt gefährlich, die Giftigen zu essen? Ich glaube ja. Wahrscheinlich wirklich. Weil das Gift wird dann spätestens durch den Darm, denke ich, aufgenommen. Aber vielleicht schon zersetzt durch die Säure. Oder man hat ein noch tödlicheres Gift geschaffen. Da wäre ungünstig. Das Gift der alten Götter. Oder ich dachte, dir wird's gefallen. Wenn nicht so dilettantisch rübergekommen wäre. Oh mein Gott. Hat mich vom Pferd gerissen. Ich helfe dir, Grimmtod im Zerstörer zu zerstören. Seelenbrand, Feuer. Oh, den nochmal gelegt. Oh, guck mal, wie schön der Krödel ist da und schwimmt. Den geht's hier richtig gut. Oder wenn ich dich schubsen könnte, ne? Ich würde es tun. Ob Game oder Real Life. Weird, was sie hier für einen massiven Weg gebaut haben. Ja, stimmt, sowas gab es eigentlich noch nie, ne? Ich meine, das ist ein gepflasterter Weg, ab und zu Holzbrücken. Sogar eine Steinbrücke. Dicke Panzer versperren den Weg. Eigentlich na egal. Doch, für die Bösen. Oh, wir sind Level up, wir sind nicht mehr eingeladen. Hattest du auch Level Up? Ich hatte auch Level Up, ne? Sehr, sehr, sehr schön. Wir sind jetzt im schlechten Mittelfeld, was Level angeht für Battlegrounds, aber wir können das klären. Ich sage klären, den Menschen stärken, ne? Okay, hast du schon die Quest gewonnen? Aha. Da ist eins. Ich habe eins. Zwei. Kohle, führe mich. Drei. Vier. Und das. Tres. Vier. Ja, das ist auch typisch für das Mittelalter. Ja, das ist in der Nähe vom Brunnen, wo meist der Marktplatz ist oder irgendeine ähnliche funktionsinhabende Institution der Gesellschaft, dass dort die meisten Quests gibt. Hier fand das Leben in der Stadt statt. Bei immer stimmt, ich habe zwei Quests zusammengenommen. Liebe Kinder, ihr müsst ja verstehen, die Leute hatten ja keinen Fernseher damals. Und dann haben sie in den Brunnen geguckt? Ja. Und ihre Zukunft gesehen? Sieht sehr trüb aus, sehen sie?
Macht 2,50. Sehen Sie der Beweis. Aber Sie haben mehr reingeschüttet. Ja, ja, 2,50. Ich sollte noch mehr schütteln? Nein, nein, bitte nicht. Er hat doch Angst, dass er doch noch die Zukunft dadurch verändern wird. Oder das nochmal 2,50 kostet. Zu süßen Ruhe. Mhm, mhm. Siehst du noch mehr Quests in diesem Laden? Ich hatte vorhin noch welche erhascht. Im Keller geht mal bei dir ab. Oh, eine weiße Maus. Oh, die sind sehr wertvoll. Geh nicht in den Keller, Koffer. Was? Komm herbei. Bibi Blocksberg. Ich kann dieses Quest nicht annehmen, aber hier war eben noch irgendwo eins. Ja, ich habe auch eins gesehen. Ich gehe zu meinem Lehrer. Ein Lehrer ist gar nicht hier drin. Meiner schon. Warum trinkt sich dein Lehrer die ganze Zeit? Weil du wirst verarscht, wo du nur verarscht werden kannst. Lara! Die Lava-Eruption. Oh, Banish, nice. Was macht das? Und Fernsicht, was könnte wohl Fernsicht tun? Gut, so, wenn ich den Namen so höre, weiß ich auch nicht. Shadow Ward, nice, nice, nice. Sehr schön. Lalala, Lava-Eruption. Ich hab ne Lava-Eruption. Mal sehen, wie die Fernsicht sich macht. Siehst du schon was? Holy shit. Holy shit, ich kann 1000 Kilometer mit weit kommen. Glaube ich nicht. Gut, doch, ich kann. Nein, cool. Oder doch. Ja, was steht da für eine Reichweite? 1000 Kilometer. Unbegrenzte Reichweite. Ich habe noch nie einen Skill gesehen, das ist sowas an. Dann erkennst du mein Auge noch nicht. Schön geräumt. Oh Gott, das ist auch ein Gerak. Oh, wir müssen seinen Meister spotten. Ich dachte schon, du kannst das Ding angreifen und es zerstören. Es hält noch 20 Sekunden. Ich hab's irgendwie entdeckt. Das stimmt nicht. Ah, du kannst ja. Das Ding kann springen. Vielleicht kannst du auch tanzen. Ich hab Missklick gemacht. Könnte das mit tanzen? Oh, ich kann tanzen. Dann ist das Auge. Nein. Lila, komm, lila, Elle. Wir müssen hier Agenten exposen. Ich hatte hier schon einen entdeckt. Er bringt euch mit, er bringt euch wieder. Beides gehen von Ohr zu Ohr. Was sagt ihr mir? Also, das hat irgendwas mit dem Quest zu tun. Aber er ist nur betrunken.
Rein durch die City. Ich habe einen. Schockschwerenot. Propaganda und Stuff. Ja. Wie viele Panzer, die hier mobilisiert haben. Also, wie viele Panzer gibt es im ganzen Nordende? Oh Gott, cool, ja. Da scheint ja eigentlich was gerumst zu haben. Für deinen Aufstand, ihr Narren. Oh nein, ich hab's Eichhörnchen und das Huhn getötet. Wie ist denn das passiert, Köder? Es war mein Tod. Weißt du, was ich gut finde? Sehen Sie, der Tod im Gesetz hat. Danke. Das ist ein guter Aufwachs, ne? Sollte man sich nicht abgewöhnen. Ich hab den letzten Mann gefunden. Ich will jetzt keinen Stress mehr. Wir wollen nur keinen Ärger. Ich will ihn aber mit einer Krankheit belegen, da wird niemand merken, dass der Hexenmeister es getan hat. Welche Krankheit hat er? Verderbnis. Was ist das für eine Krankheit? Heißt halt so. Ich mag zwar dumm sein, aber nicht unklug. So, die Verräter haben wir schon mal enttarnt. Boah, ich habe aus dem Quest, glaube ich. Folge mir. Kannst du nicht Wasser wandeln machen? Ja. Brauchen wir vielleicht nicht. Aber für später brauchen wir das, ne? Ich brauche aber Fischöl. Ah, das könnte ein Problem sein. Hast du Fischöl? Weißt du, was eine Abzocke, ja? Das Schwebending vom Mage. Langsamer Fall. Das wurde abgeschafft. Über eine Glyphe, glaube ich, nur, ne? Wie nur über eine Glyphe, ja. Aber ich muss die Scheiße immer noch aufwenden. 100%ig gibt's für dich auch eine Glyphe. Also 100%. Okay. Piraten! Ist ein Freibeutel, es sind keine Piraten. Es sind Freibeutel. Stimmt, denn hier steht nicht Pirates, sondern Privateer. Hm, okay, lass mich überzeugen. Pirateer? Privateer. Ja. Kommt von Private und ihr. Warum? Weil Freibeuter sind ja privatisierte Piraten. Unverständlich. Ja, ist okay. Haben wir wieder über Scooby gelacht. Die macht sich am Korn zu verschaffen. Oh Gott, ich hab's gefunden. Ich finde voll schön, wie es hier mit seinen Blumen und so. Ja. Und Globus und so. Ich wollte einmal auf die Natur zu sprengen. Nur einmal. Kohle vernichtet diesen Moment. Ja, das Propagandamaterial gesichert. Lass uns hier verschwinden. Voll cool. Auch wenn wir sich klar machen, welche Position des Schiffs man ist. Ja? Wenn man dann so pennt und das Wasser ist jetzt dann neben einem, ist irgendwie krass. Das stimmt, wenn man sich hinlegt, einen Globus links neben sich hat und rechts das Wasser sieht, kann man die Position des Schiffes bestimmen. Zumindest hat man gute Chancen. Das ist echt ein Propaganda-Krieg, was wir hier bestreiten. Es geht nicht mal darum, wer von uns Recht hat, wer von uns mehr Unrecht hat. Oh, das erinnert mich an unseren Real Life von Schieß mich hoch, Scooby. Ja. Kann das Quest nicht abschließen? Ich schon. Hast du das Propagandamaterial nicht mitgenommen? Hab ich. Ich kann es auch abgeben, aber jetzt kann ich.
Wenn der Rogue-Trainer irgendwas plant, ja, können wir ein Duell machen. Warum willst du ein Duell machen? Ich will dir zeigen, wie blöd ich dich finde. Der Wasseratmung. Aber ich gebe schon mal das Quest an. Earth Shield, please. Willst du Fake-Cast machen? Ich wollte eigentlich wünschen. Wo ist eigentlich mein Pet hin? Moment, nicht Windschirm. Los, Schlunum. Ich habe kein Ding mehr drauf. Warum resistest du eigentlich die ganze Zeit? Seriously. Ich weiß, warum war mein Herz hier schon wieder weg? Ne? Ich mache aber nicht genug Damage als Holy. Die geniale Idee, mitten im Kampf mit Soulstone zu geben, aber es hätte ja nichts gebracht, weil man nicht stirbt im Duell. Und selbst wenn, ist das Duell trotzdem vorbei. Oh, wir müssen Handzelle verteilen. Komm. Das können wir. Jo, true. Wie verteilt man die denn? Du siehst noch eine intelligente Person aus, bitte nimm es. Ja. Wie verteilst du die? Ich spreche mit ihm. Der will keine Handzettel. Hallo junge Frau, darf ich Ihnen einen Zettel für die Lippe geben? So. Hallo, spiel doch mit mir. Oh. Da muss man hin. 16 Minuten Wartezeit. Nein, es fährt weg. Gut, schneller. Ha ha ha.
Das große Meer. Kommt schon mit deinem Elefant wieder. Das kann ich nicht vorstellen. Wieder nein. Elefant angetappelt, komm. Schon absehbar, dass es niemals klappen wird. Und trotzdem noch losspringen. Ich sitze hier das gerade, wenn wir dieses Quest machen wollen, die Schiffe. Das ist niemals wirklich in der Realität an so einem Ding hier hoch. Mensch, das ist nur Wasser unten. Ja, wenn ich aber so ein Schiff infiltrieren möchte, ist es echt scheiße, wenn es ins Wasser fällt. Das ist schlecht, war. Okay, Coder, wir müssen das Deck räumen. Deck beträumen, alle unter Deck. Gravis, deine Zeit ist abgelaufen. War das? Eine Mail ist hier. Warte, wo bist du? Oh. Hi. Jo, hi. Oh, er ist freundlich. Oh, hi, Gravis. Ah, man muss ihn gefangen nehmen. Gut, dass das ja alles automatisch gemacht wird. Dadurch haben wir jetzt überzeugt. Ich würde, wenn man mal so richtig was in die Fresse kriegt, da lässt man sich schon bereit erklären, einiges tun. Nein. Lässt man sich bereit erklären. Man lässt sich bereit erklären. Okay, wir verhaften jetzt. Nein, ich lasse mich von Ihnen verhaften. Oh. Hey, komm, wir schwimmen einfach direkt zur Leuchtturm. Okay, eine Idee. Ich habe ja unendliche Atem noch 3 Minuten. Fischöl wäre cool. Cool, ja. Sag doch mal was. Ja, du bist ja ein Witzfisch. Nee, da hörst du mich etwa lachen. Nein, Witzfische bringen auch andere Fische zum Lachen. Das stimmt. Zum Beispiel sogar eine Schnappschildkröte. Hm. Slonum ist auf Teleskoptiere gegangen. Wie cool ist Slonum? Ja, mit seinem Schnarchen. Hallo. Hört mich jemand? Drescher. Warte, wir haben uns ein Boot organisiert. Verlust. Es hat weder Motor noch Ruder. Also, dass die Dinger keinen Motor haben, ist fast abzusehen. Warum? Weil wir verdammt im Mittelalter sind. Ah ja, aber Panzer. Diese Arbeit mit Dampf. Ach, gibt es keine Dampfmotoren? Ach, ich weiß es doch auch nicht.